Der YouTuber Marius angeschrien hat in einer Woche ein Spiel programmiert. Viele von euch haben mir das zugeschickt, weil ich ja selbst App-Entwickler bin, Spieleentwickler. Es ist ein sehr nices Video, glaube ich. Deswegen, wir gehen rein. Leute, es ist mal wieder soweit. Ich freue mich derbe. Es gibt eine neue App. Wir werden eine neue App programmieren. Nicht nochmal so eine kleine, sondern diesmal eine richtig fette. Okay, der hat scheinbar schon mal eine App programmiert. Ich bin gespannt. Letztes Mal schon ein bisschen gelernt, wie die Scheiße funktioniert, und diesmal machen wir ein 3D-Spiel. Das ist viel zu viel, was ich mir vorgenommen habe, aber ich habe so Bock, oh mein Gott. Das Spiel ist ja gut, 3D-Spiele sind wirklich immer gefühlt 10.000 Mal schwieriger als 2D. Ja, das ist krank. Eure Aufgabe als Spieler ist, die Landschaft frei zu sprengen, damit das Männchen... Frei zu sprengen, okay, das hört sich schon mal gut an. Also wenn Bomben in dem Spiel sind, dann finde ich es auf jeden Fall nice. Also... kann. Und das Geilste ist, Leute, wir wollen diesmal nicht nur ein Level machen, nicht zwei, nicht drei, sondern wie viel, Passi? Fünf. Na gut, ich hätte jetzt gedacht, das Spiel wird unendlich, aber okay, fünf Level ist natürlich auch nice. Und als wäre das nicht schon schwierig genug, natürlich nur in einer Woche. Was auch sonst. Außerdem bekommt jedes der fünf Level einen eigenen Song. Alter, einen eigenen Song, fünf eigene Lieder. Also ich habe die Musik für mein Spiel ja auch selber gemacht und es hat gefühlt ewig gedauert. So, wir haben jetzt hier diesen 3D-Würfelbaum. Er benutzt übrigens auch Unity, beste Game Engine benutze ich auch. Wurde übrigens auch für Fall Guys verwendet, Among Us, beste Game Engine. Und den jagen wir jetzt mal in die Luft. Boah, krass. Laggt halt nur wie Sau. Ja gut, ich glaube, der hat ein bisschen zu viele Objekte in seinem Spiel. Das war ja bei meinem Minecraft-Fake auch so, wo ich versucht habe, Minecraft nachzuprogrammieren. Das muss man echt ziemlich optimieren, dass da keine Lags kommen. Und dann kam schon die erste Aufgabe, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, ich musste nämlich mein eigenes Physiksystem bauen, damit man überhaupt ohne Lags auf dem Handy diese ganzen Modelle auseinanderschießen kann. Ist das ein eigenes Physiksystem in einer Woche, okay? Das... was? Wie soll das denn gehen? Das ist ja mal geisteskrank. Aber ich weiß nicht genau, was er meint mit Physiksystem. Mal schauen. Hey, ich fange jetzt an mit der Random-Erstellung von den Leveln. Heißt, ich nehme jetzt quasi die Modelle und verteile die zufällig auf unserer Landschaft, damit das später cool aussieht und unendlich lang weitergehen kann, theoretisch. Weil wir wissen, wie hoch... Okay, also er macht es scheinbar trotzdem unendlich lang, aber hat verschiedene Level. Okay, ja, ungefähr so wie bei meinem Spiel Pixel Legends. Also dann bis in ein paar Stunden, wenn ich das programmiert habe. Und ey, ich musste 4 bis 5 verschiedene Ansätze erstmal programmieren, bis ich den gefunden habe, der dann tatsächlich funktioniert hat. Ja, ist halt echt oft im Programmieren so, man schreibt nicht einfach den Code irgendwie runter, sondern muss sich auch echt viele Gedanken machen und manchmal arbeitet man 10 Stunden und kommt halt fast nicht voran, so. Der dann tatsächlich funktioniert. Hat. Das funktioniert ungefähr so, dass jedes Level aus verschiedenen Bereichen, Chunks, besteht. Jeder Chunk hat verschiedene Wahrscheinlichkeiten. Zum Beispiel ist ein Chunk, wo nur Bäume drin sind, wahrscheinlicher als ein Chunk, wo zum Beispiel ein Tempel drin steht. Leute. Oha, mit Chunks, das ist aber sogar relativ professionell. Also professioneller, als ich gedacht habe. Also er kennt sich scheinbar schon ein bisschen aus mit Programmieren, würde ich sagen. Aber ja. Gibt es ja in Minecraft zum Beispiel auch oder in meinem Minecraft-Fake-Game, da habe ich ja auch Chunks verwendet. Ja, interessant. Im Vergleich zu der letzten App... ist das so ein Vielfaches komplexer, ne? Es ist so viel schwieriger. 13 Stunden heute habe ich den ersten... Ja, man denkt sich halt echt immer so, okay, ich programmiere so ein kleines Spiel, aber letztendlich dauert es dann wirklich immer 10-mal so lang, wie man eigentlich geplant hat. Vor allem, klar, bei 3D-Spielen ist ja noch um einiges krasser. Wegen spielbaren Prototypen, also man kann doch nicht verlieren, es gibt auch noch keinen Spieler. Es gibt auch Sachen, die mehrere Explosionen brauchen, um zerstört zu werden. Zum Beispiel dieses Baumhaus hier, da muss ich 2-mal eine Bombe hinlegen, damit das zerbricht. Explosionen finde ich schon mal nice. Ich finde, da könnte noch so ein Feuerball sein, also wie halt in Filmen so, das finde ich noch nice, aber es sieht auch schon mal relativ gut aus eigentlich, also ja. Also, verglichen mit der ersten Version von deiner ersten App, die absolut wack war, ist das hier schon echt geil. Und wenn man dann weiß... Na gut, dann müssen wir uns wohl die erste App nicht anschauen. Oh nee. Ich hab gehofft, ja, das ist weg. Lex. Das ist immer das Niceste bei der Spielentwicklung. Ich habe erstmal 4,5 Stunden lang dieses System mit den Chunks, was ich gestern gemacht habe, komplett nochmal überarbeitet, damit das Spiel flüssig läuft. Und dann endlich schaute ich es an, die App lief flüssig. Das hört sich so mega einfach an, aber das war echt... Das war so Nee, also Lags sind, Lags sind leider oft ein Problem bei 3D-Spielen, vor allem natürlich bei Handyspielen, weil Handys natürlich nochmal um einiges weniger Leistung haben als PCs. Leute, ich zähle durch, schaut mal. Ich habe es hinbekommen, dass mein Spieler hier läuft und auch zum Beispiel die Baumstämme und Bäume ausweicht. Hier vorne, schaut euch das an. Ausweicht, der läuft dann vorbei. Aber so einfach zu den Sachen kommen wieder vorne, die zufällig... Ich verstehe noch nicht so ganz, wie das Spiel funktioniert. Also der Spieler läuft außen rum, mal schauen. Und es muss heute das Level funktionieren, sonst wird es echt verdammt knapp. Und an dem Problem habe ich erstmal den ganzen Tag gesessen, bin tatsächlich sogar ohne eine Lösung erstmal ins Bett gegangen. Das ist wirklich das Unbefriedigendste, wenn man den ganzen Tag an einem Bug arbeitet und dann am Ende des Tages nicht mal den Bug behoben hat.
Boah, so unbefriedigend. Ich habe gerade noch ein bisschen an den Problemen rumprobiert. Was soll ich sagen? Es funktioniert! Das Spiel laggt nicht mehr und die Figur läuft tatsächlich um die Sachen rum und es ist komplett flüssig. Aber jetzt bin ich halbwegs wieder im Zeitplan. Jetzt ist... Boah, aber okay, nach 3 Tagen ist schon krass vor allem. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Programmiererfahrung er hat und so, aber ich denke jetzt mal nicht so mega viel. Aber krass. Da muss ich immer schnell eine große Bombe freispielen. Das macht man, indem man Sachen zerstört. Sehr und nice. Die sieht dann so aus und die räumt dann ordentlich auf. Junge. Es gibt ein Game-Over-Screen. Okay, wie gesagt, ich fände es noch nicer, wenn da irgendein Feuerball wäre, aber war vielleicht zu aufwendig oder es kommt noch. Wir haben ein richtiges Hauptmenü. Gönnt euch das, wie Oha. Geil das aussieht. Mit das einer Level-Auswahl. Ihr könnt einfach zur Seite swipen, dann werden hier mehrere Levels kommen. Ihr seht hier schon ein Eis-Level, was man freischalten kann. Und zwar also der hat es scheinbar echt so gemacht wie bei mir in Pixel Legends. Aber ja gut, das ist eigentlich bei fast jedem Spiel so oder bei richtig vielen Spielen. Das heißt, morgen bauen wir jetzt das Eis-Level ein. Das ist ja noch nicht da. Ich hätte gedacht, ich könnte mehr Wissen von der alten App wieder benutzen. Aber 2 und 3D ist echt was ziemlich anderes. Nee, 2D und 3D, da kann man fast nichts wiederverwenden. Habe ich in dieser Woche über 16 Stunden nur Tutorials geschaut. Und an der ganzen Zeit habe ich übrigens in dieser einen Woche 104 Stunden gearbeitet. 104 Stunden, okay, das ist geisteskrank. Aber hat er dann einen Cutter oder hat er das Video dann auch noch selber geschnitten? Weil das dauert ja dann auch nochmal irgendwie 10 Stunden oder so. Würde mich auch mal interessieren. Alter. Boah. Es ist ja voll satisfying, diese ganzen Blöcke, die dann wegfliegen. Alter. Also alles in dem Spiel besteht quasi aus diesen kleinen Blöcken und die können auch alle auseinanderfliegen, das ist schon nice. Tag 6. Das ist schon ein bisschen zu krank. Ich habe tief in die Nacht am Spiel ein bisschen rumprogrammiert, weil das muss ja auch Spaß machen und bisher habe ich ja nur an der Technik die ganze Zeit rumgefallen und nicht am Spielprinzip. Und da habe ich festgestellt, dass... Perfekt ausgeschlafen auf jeden Fall. Einige Sachen, die noch nicht so richtig Spaß gemacht haben, noch nicht so richtig funktioniert haben. Und wir haben ja quasi noch heute und morgen. Also mache ich jetzt einmal 5 Soundtracks für die 5 verschiedenen Level. Soundtracks, das dauert wie gesagt echt ewig. Aber kommt natürlich darauf an, wie aufwendig die Soundtracks sind. That's it! Hä, das hört sich ja mal mega nice an. Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie wir den Bomben-Soundeffekt machen. Ah, okay, also die machen die Sounds für das Spiel auch selber. Interessant, also Respekt auf jeden Fall. Ich habe einfach Sounds aus dem Internet runtergeladen, die halt kein Copyright hatten. Da gibt es ziemlich viele, auch für Bomben und so weiter. Ich weiß nicht, ob es das wert war. Das sind Kekse. Ja, passt eigentlich für eine Bombe. Problem ist nur, ich bin seit heute Nachmittag dabei, die Navigation von dem Würfel zu fixen. Weil es gibt Milliarden Bugs, die aus verschiedenen Situationen rausgehen. Dadurch, dass man die ganze Map zerstören kann. Ja, Bugs sind so eine Sache. Also wenn man es selber noch nie programmiert hat, dann fragt man sich wahrscheinlich, warum gibt es in vielen Spielen so viele Bugs? Aber es passiert sehr schnell, dass Bugs entstehen, also auch bei kleinen Spielen. Wie scheiße knapp ist das bitte? Am Morgen vom 7. Tag haben wir die erste spielbare Version, die richtig Bock macht. Diese ganze Kleinigkeit machen das Spiel erst spaßig. Bisher war es ja immer nur Technik, Technik, Technik. Es darf nicht lernen, es darf nicht dies, es darf nicht das. Aber am Ende des Tages muss das Spiel einfach Spaß machen. Ja, also ich finde auch, das Wichtigste ist wirklich, dass ein Spiel einfach Spaß macht und Grafik und so ist dann gar nicht so mega wichtig. Also ein 2D-Spiel kann auch Spaß machen, wenn es halt nice ist. Rubik's Cube, yeah, nice, den kann ich auch, falls es jemand interessiert. Ja, aber was ich mich frage, warum benutzt er nicht einfach seinen riesigen Bildschirm? Da würde das Ganze doch noch viel schneller gehen eigentlich, als auf so einem Laptop. Naja. Voll cute, was bin ich eigentlich? Sieht echt nice aus, also das könnte wirklich so ein typisch... sorry. Das könnte halt echt so ein typisches 3D-Handy-Game sein, also... Würfelwesen einfach. Ein Würfelwesen, ja. Für mehrere Level. Wow! aber der hat sich echt voll viel Mühe gegeben, warte mal kurz. Auch diese Level-Vorschaubilder sind mega aufwendig, also... Das muss man ja alles machen, da denkt man ja gar nicht dran. Das ist schon crazy. Hä, das ist jetzt schon mega cool, das sieht so cool aus. Ja. Der ist schön. Tomary, Grüße gehen raus, von dem habe ich Dinoscape nachgemacht in 3D. Ja, so, ne? Also der ist schon geil. Oh fuck, Alter, die Bombe ist fett. Oha. Jetzt, oh! Junge, ey, diese Megabomben sind so geisteskrank. Ja, krass, also ich bin mega beeindruckt. Für eine Woche, es wäre eigentlich schon krass, wenn man das in einem Monat hinbekommen würde. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei und wenn ihr mehr selbstprogrammierte Spiele mit Bomben drin sehen wollt, dann schaut gerne mal meine Videos an. In gefühlt jedem Spiel von mir sind Bomben drin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.